zielsicher in die Herzen unserer Zuschauer eine neue Folge Let's Play Saints Row The Third. Das eine weitere schmalzige, schlechte Begrüßung. War so romantisch. Das war nicht so gemeint. Na? Na, Bitches? Na, was wollt ihr hier? Okay. Was ist denn das für ein Gangbang? Wie viel seid ihr eigentlich? Garage. Ich hab eine lustige Idee. Und... Alex, bleib mal lieber hier, ja, ich will die umbringen. Und dann gleich ins Haus. Wir werden das. Ich mach's einfach mal. Fahr los! Versuch mal hinten aufzusteigen. Nee, mach was Lustigeres. Jetzt für die Straßensperre ist ja auch noch da. Ja, ich tu mein Bestes, um das zu ändern. Hör auf, über die Straße zu rennen, das ist gefährlich. Yeeha! Hui! Eigentlich kann ich mal ein bisschen besser mit dem Motor, mit dem Rennmotorrad umgehen. Na, Freude, hieß es die Kenshin? Ja. Kommt von da was? Ah, Tatsache, von da kommt was. So. Inkompetenter Polizist. Ich einen Schuss konnte abgeben. Der war schon besser. Oh, Polizei auf Motorrädern, wie putzig. Oh, was tut mir her? Nein, ist mir noch nicht so stressig. Da kommt her, ich erwarte euch hier im Treppenhaus. Häuserkampf. Häuserkampf, sagte ich. Kommt her. Ja, ich fahr jetzt erstmal zum... Oh. Was? Fein. Was soll das denn für eine Emo-Tunte? Possant! Das sind die schlimmsten von allen. Man weiß nie, wann sie... Oh, noch so eine Emo-Tunte. Haben sich die Emo-Tunten gegen uns verschworen? So, da die Kishin sowieso wieder in unserer Garage landen wird, wenn... Sie... Ich dachte, wir wieder... Eigentlich habe ich versucht, diesen Penner hier zu erschießen, aber der wollte... Aber schlussendlich musste ich ihn vom Motorrad runterboxen. Dann mach das doch. Du bist einfach nicht gut genug im Schießen, Alex. So. Klar. Ja, ich weiß. Sagt der Shooter-Noob. Warum löscht das meine Shooter-Noob. Ja. Ich hab ausreichend gute Ergebnisse im richtigen Schießen gekriegt. Ich weiß doch. Aber warum lässt meine Bekanntheit nicht nach, obwohl ich im Haus bin? Weil ich vielleicht draußen bin und jetzt gleich tot bin. Höchstwahrscheinlich. Dann. Ja. Ah! Es fällt euch ein, in meine Wohnung einzudringen! My home is my castle! Warum Spielpause? Ja, ist so. Komm wieder her, Schlampe! Niemand dringt unberechtigt in mein Haus ein! Da bin ich wie. Scheiße, jetzt fällt mir jemand ein, den das auch nicht anpissen würde. Putin. Ich hab noch nie gehört, dass Putin jemanden umgebracht hat, weil er unbefugt in sein Haus eingedrungen ist. Explodiere endlich! Komm schon! Du wirst es doch auch Auto, du wirst doch auch explodieren. Okay, auf jeden Fall weiß ich jetzt zu der Stelle. Ach, komm schon. So, und respawn. Go, go, go. Will ich verarschen? Na, geht doch. Ich spiele im Regen. So, und die Polizei hat es leider nicht ausgeschaltet. Wäre auch zu einfach gewesen. So. Der Helm bringt gar nichts. Die Kapuze auf. Ja genau, ich respawn und habe immer noch Bekanntheit, das ist das Dümmste, was überhaupt sein kann. Ja genau, die liefern dich ins Krankenhaus ein, warten bis du entlassen wirst und dann ballern sie auf dich. Nach den Wochen der Genesung. So machen das die Polizisten in Amerika. Die vergessen nichts. Bam! So, oh, meine Karre jetzt. Ich verliere Leben. Oh, ich verliere ordentlich Leben. Ja, das sehe ich doch mal einen Motor. Ich nicht. Bist du mal wieder zu Hause? Es wird brenzlig hier. Du bist nicht gut im Deckung nutzen, Kollege. Oder im Überleben. So, jetzt komm schon, Alex. Ich will hier auch wieder. Ich will wieder raus aus der Wohnung. Boah, das passt gar nicht zu mir, sowas zu sagen. Fuck. Straßensperre. Nämlich eben einen kleinen Umweg. Bam. Boss, da schießt jemand von links. Ich dachte, wir wären Verbündete. Ey, elegant mit den Gassen, die Straßensperrung gegangen. So, genug rumelegantet. Wenn du nicht mal bald kommst, wird das hier sehr unübersichtlich von den ganzen Leichen. Der anderen habe ich erledigt. Einer kommt immer. Aus, beide haben es überlebt. Das gibt's ja nicht. Ah, kein Wunder, ey. Na, dahin will ich. Aus, markier doch mal. Alex, ich verliere hier in drastischem Maße Munition. Nicht Leben, nur Munition.
Oh man, ja, diese ganzen toten nicht, Bullen ja. vor unserer Haustür. Das ist ja fast wie im Real Life. Hä? Cool, Headshot und er verschwindet. Ja, wenn die das können. Oh, fuck, 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 fuck! Oh, das ist nicht gut. Dann kaue ich mich hier zusammen und heule. Niemand mag mich. Ich mag aber auch niemand anderen, also von daher passt das schon. Au! Fucking Schrotflintenbastard! Und da war wieder so eine Emo-Jogging-Hose. Ich hab's genau gesehen. Und wieder ins Haus. Kommst du diesmal bald? Es wird langweilig. Ich bin ja schon da, guys. Aber überall sind diese scheiß Straßenschilder nochmal. Ja, die. Ah, fuck, Scharfschützen, Scharfschützen, Scharfschützen! Au, au. Das macht Aua. Wow! Das ist ja mal ein nettes Aufgebot hier. Ja, die siehst du, die nehme ich ernst genug. Die sind vernünftig, diese Menschen. Aber wenn jemand so kaltherzig Passanten umbringt, ist es wohl auch gerechtfertigt. Wo war dieser scheiß Heli? Den wollte ich doch auch zerstören. Ich bin sicher in der Garage. Ey, mir fällt gerade was ein. Was? Hm. Und so. Okay, und ich kann wieder herkömmliche Waffen umschalten. Ah, da bist du ja. Komm rein hier. So. Nachdem wir vollkommen sinnlos hunderte Menschen umgebracht haben, wieder raus auf die Straße. Irgendjemand muss den Shit wegräumen. Garage. Ah, ich wollte ja meine Kenshin gerade eben tunen, aber da habe ich sogar noch einen Peacemaker abgestaubt, einen schönen schwarzen. Ein Peacemaker? Au! Hey, was das soll das? Das Bullenauto, aber ganz in schwarz. Ja, ja, ich kenne das Ding. Lass mal sehen, was wir hier haben. Warum kann ich nicht auf die Garage zugreifen, weil du es gerade machst? Hm, keine Ahnung. Ah, geil, ich kann ihn ja von hier aus sogar schon direkt tunen und alles. Okay, den Peacemaker lasse ich so, wie er ist. Der ist ganz cool. Ja, da, komm, steig mal ein. Lass mich, ich will hier auch mal was gucken. Ach, nur den Peacemaker kann ich machen. Dann nehme ich die Kenshin jetzt. Ja. Guck mal, was wir für awesome Shit haben. Oh, Skanky Mana-Pult? Seriously? Na, ja, warum nicht? Ah, hier steht noch ein kleinerer Spot-Panzer, den nehme ich auch erstmal mit. Das ist definitiv das richtige Gefährt für mich. Hui, wohin will ich überhaupt? Alex, wohin müssen wir? Ich will erstmal jetzt den Spot-Panzer hier reinbringen noch. Oder warum ist das eigentlich Genki Man abholt? Habe ich die gerade... Ernsthaft? Warte. Tatsache! Hast alle gesehen? Zip! Und die Kanone ist noch bestimmt dafür da. Ja, ist geil. Stimmt. Was? Verbindung zum Host wurde unterbrochen? Was? Verbindung zum Host wurde unterbrochen. Bei mir ist alles cool. Ja, kein Wunder, du bist der Host. Na, dann erzwungener Aufnahmestopp und wir sehen uns dann gleich mal wieder, Leute. Ah, unkontrolliert einfallendes Sonnenlicht, der schlimmste Feind des Gamers. Ja, und wir sehen konnten, haben wir unsere Probleme behoben. Okay, fette, alte Männer sind keines unserer Probleme. Noch nicht. Und jetzt können wir wieder zocken, wie wir lustig sind. Und genau das werden wir auch tun, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut. Gut. Werde ich derweil mal wieder irgendwas Sinnloses probieren, wie es ja von den Zuschauern erwartet wird. Verdammt nochmal. Wo kann ich da... Oh, ständig von denen noch rumgurkst. Geh mir aus dem Weg! Danke. Ja, was mach ich jetzt? Burns Hill Nuklear? Okay. Also Casino oder Atomkraftwerk? Waffenfähiges Plutonium! Ich komme! Lieber nicht. Was? Da hängen diese, Ah ja, diese die Emotunden. Blauen Nerds rum, diese Nerds, ja. Ich nenne sie Emotunden, das ist viel passender. Und über den Stacheldrahtzaun. Ach so, hier ist eine Tür. Ich sagte über den Stacheldrahtzaun. Türen sind was für Pussys. Verdammt. Mal sehen. Was kann ich denn für Chaos stiften, wenn ich schon mal hier bin? Ich hab nur zwei Raketen? Nope. Fuck that shit. Die spare ich mir auf. Wie komme ich wieder raus? Mit E, aha. Und wie läuft's bei dir dabei? Ah. Mit dem Geld, was ich gerade habe, lackiere ich einfach aus der Langeweile gerade alles um. Gut, ich wühle gerade im Müll rum. Hoi, nur dreimal gebrauchtes Kondom. Wer wirft denn sowas weg? So. Okay, wohin jetzt? Wo wohnen wir überhaupt?
Naja, ist schon toll, wenn man so einen Plan vom Leben hat, ne? Wo wohnen wir überhaupt? Bist du nicht immer noch hier drin? Was machst du? Oh, so, das Ding hast du jetzt. Hey, warum greift die Polizei mich an? Ich habe keinen Schuss abgegeben, ich habe nicht mehr jemand in die Fresse gehauen. Gibt's doch nicht. Na gut, doch der alten Frau, aber das hat damals auch keinen gekümmert. Granaten, aber ich kann keine einzige mitnehmen. Ich sagte, nachladen. Alter, er hat mich den jetzt hier rausgeholt. Dieser Polizist, der grundlos angefangen hat, auf mich zu schießen. Und dieses Mal war es wirklich grundlos. Ich muss was sagen, das könnte ich mir gleich nochmal angucken. Tja, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Ah, nein, der hat mich ja gerade verge... Warte, kommt die Emotunte her. Ach ja, mach mal nichts. Okay. Ich will ihn mir mal kurz angucken. An sich, das ist einfach nur voll geil, wirklich mit seiner Jacke. Die Jacke ist vielleicht nicht schlecht, ja. Ey, warte mal. Was? Könntest du mir einen Gefallen tun? Alex? Welchen? Dass du mal die coolen Militärfahrzeuge rausholst. Und da kurz vorfährst, damit ich sie klauen und hier mit dem selbst in die Garage fahren kann. Ich habe im Moment nur das Genki Manor-Pult. Mit dem du natürlich dämlicherweise gerade rausgefahren bist, wo ich erstmal unsere Bekanntheit loswerden wollte. Ja, das ist ungünstig. Komm erstmal hoch in die Wohnung. Och man, das Genki Manor-Pult ist aber cool. Mach hin. Ich mach doch schon. Mensch, wenn ich sowas sage, darfst du das nicht so ernst nehmen. Oh, ein toter Emo. Ne, sieht man immer. So. Bekanntheitsproblem okay. Solved und wieder raus. Gleich mal Zivilisten umbringen, so feiere ich das immer. Lockdown, Bulldog. Warum bist du schon hier? Ich will mir den Lockdown nehmen. Kann es sein, dass du irgend. Der hat doch gar kein MG, oder? Ah, ne, stimmt, wir haben nur die Urne. Ne, au! Alter! Ich wurde überfahren! Hilfe! Naja, ich hab einen Bulldog, also so ein Humvee mit MG, aber ich wollte jetzt den Sportwagen hier erstmal nehmen. Jetzt steig ja nicht ein. Ich will ja nicht einsteigen, ich will das Ding eben mal klauen, sozusagen, und dann selbst hier in die Garage damit, damit ich das eben selbst in der Garage habe. Ich kann das nicht. Ich glaube, das geht so nicht. Müsste aber, versuch's doch mal. Moment. Versuch's. Ja, okay, ich steig aus. Wenn ein Versuch ist, ist es hier immerhin wert, ne? Und der Hydrant da war gar nicht. Ah, fuck! Okay, hast recht, geht nicht. Muss ich selbst diesen Shit finden? Na, geil. Nämlich in mein Genki Manor-Pult, das hat mich noch nie im Stich gelassen. Außer wenn ich versuche einzusteigen. Dann aber mit schöner Regelmäßigkeit. Wäre es eigentlich mal Zeit für eine Mission, oder? Wäre es zum Beispiel mit der von Pierce? Wow. Alter, mach das bitte nie wieder. Was denn? Wenn ich gerade am Fahren bin, weil dann fängt das Auto an, alleine zu fahren. Aber irgendwann müssen wir auch schon weitermachen. Ich meine, wir spacken jetzt schon seit gefühlten 5 Episoden lang nur rum. Ich will eigentlich das eine Motorrad finden, das eine spezielle. Oh, da waren ja noch Leute drin. Sperrfeuer. Und jetzt haben wir die Bullen am Hals. Ach man, ich habe doch niemanden angegriffen. Ich habe nur. Du hast einen Bullen in der Kanone gehabt. Oh, ach so, das gilt ja. Und ihr auch. Ja, ihr könnt nicht entkommen. Ich will diese ganze Stadt einsaugen. Ich bin nicht groß, wahnsinnig. Oh, der verzeigt mir doch genau vor dem Panzer hin. Bandenoperation entdeckt. Oh, das wird lustig. Bam! Fresst meine Passanten. Ja, genau, ihr habt keine Chance. Bam. So löst man Probleme, Kinder. Ah, fuck, das gibt's doch nicht. Warum hat er ein Schwert? Und Bandenoperation hat schon zerstört. Und wieder eine Genki. Ah, oh, der raucht. Fuck, ich sollte jetzt. Wir werden jetzt Probleme kriegen. Und zwar heftige. Ich glaub auch. Schon allein, wenn mein Wagen sowieso gleich in die Luft fliegen würde. Ah, nicht nur das. Ja, das ist das kleinste Problem. In der Feuerhölle sterben, kann man das schon.
Warum sind da schon Helis? Oh, Sexpuppen. Oh, ich scheiß drauf, ob ich in Lebensgefahr bin. Das sind Sexpuppen. Oh, geil. Oh, jetzt kommen die ja mit ihrer Supertechnology, ja. Keine Sorge, wir sind noch ganz nah am Haus. Da kann man uns das sicher gleich retten. Ey, meinst du, ich könnte jetzt ein Fahrzeug abstauben, wenn ich mich klug anstelle? Aua. Ja, klar kannst du dir jetzt ein Fahrzeug ranholen. Fangen wir jetzt eigentlich bloß... Sind hier gerade Helis? Ja, hier ist ein Heli. Guck mal auf der Minimap. Aua, au. Geh erstmal ins Haus und because of fucking Bekanntheit. Wir können uns dann immer noch eins von den Dingern klauen. Ja, komm rein hier. Warte. Der Feind steht am Tore und er sagt, warte, das gibt es doch nicht. Hoppala. Was soll hier mein Helm ist voll, jetzt nicht mehr. Ich will den Helikopter, ich will den Schützen runterholen, damit ich das Scharfschützengewehr kriege. Kannst du sie auch einfach kaufen? Nee, das kann man nicht so einfach kaufen. Geil, ich bin gleich tot. Ein Schuss noch. Bin tot. Fuck. Ich rette dich. Eric comes to rescue. Ja, oder würde, wenn ich nicht angeschossen werde. Halten! Ja, ich versuch's zu halten, immer wenn ich angeschossen werde, lässt er dich los. Egal wie sehr ich hier meine E-Taste zerquetsche. Ah, quetsch ihn mehr. Ich mach's doch. Es hat doch nicht damit nichts. Es hat doch nicht damit zu tun. Drück sie durch den Tisch. Bam! Du weißt, dass es damit nichts zu tun hat. Ich bin halt mit dem Kreuzfeuer, da kann ich dich nicht wiederbeleben. Oh, Straßensperre. Denkst du auch, was ich denke? Genau, Eiscreme. Genau. Also, wir wären jetzt mal mit einer Mission. Ja. Na, geht doch. Back to the Piers. How's the crew settling in? Fahr schon mal los, ich steige ein. Und... Bam, ich bin drin. Ich übernehme da wieder mal die Bewaffnung und den Radiosender. Fuck, hat kein Radio. Ah, jetzt geht's. So. Hast du was gegen The Blood? Ich höre deine Musik sowieso nicht mehr. Ach, stimmt ja. Ein Autoradio, das für die einzelnen Autoinsassen unterschiedlich klingt. Das haben so viele Leute bereits versucht. Das würde sich super verkaufen, wetten? Und in den Vorgarten. Und nochmal schnell mit der Autotür jemanden umgebracht. Und über den Bürgersteige, komm schon. Da bist du doch auch. Oh. Ja, ich übernehme das schon. Der Sola hat schon einiges abgekriegt, ey. Hä? Du jetzt will er nicht mehr, ne? Arsch. Weil du ihn angeschubst hast, da wollen die nie mehr. Das ist so sinnfrei, nur wenn ich es mal anschubse. Das ist eigentlich ein Zeichen der Freundschaft, dass ich immer so, dass ich ihm buddymäßig mal mitten in die Fresse schlage. Ich weiß nicht, was die haben. Au. Wow. Lol. Rückwärtsgang, mal anders. Und wieder ein Passanten. Kannst du nicht sagen, das war keine Absicht gewesen. Wissen Sie schon wieder so plastischen? Wow. Ich habe gerade einfach nur die Vollbremsung gehalten, mehr nicht. Und? Und der ist umgelenkt. Fand ich witzig. Okay. Ey, ich bin relativ wohlhabend gerade. Komm, gehen wir doch mal zu dieser Anfangsstraße mit den ganzen Nutten. Und zum Friendly Fire, wir sollten wieder Muni kaufen. Da sind wir vorhin vorbeigefahren schon. Es gibt noch andere. Ich hab mit meinem ganzen Geld die ganzen Fahrzeuge hochgepumpt. Oh, anstatt sich Nutten kommen zu lassen. Was für eine Geldverschwendung. Und den Taxifahrer hat er auch erledigt. Achso, jetzt will der ja uns hier den ganzen Tune-Scheiß andrehen. Fuck that shit. Ich will das nicht. Ich will nicht. Die Karre, Mann! Ja. Die Karre ist super. Ey, nichts gegen die Karre. Die muss auch aussehen. Immer noch besser als Piers kackbraunes Ding da. Oder ist das da schön? Auf jeden Fall sein Kackhaufen da will ich echt nicht tun gehen. Du siehst unästhetisch aus, du Scheißwagen. Ja, hier, nimm das Wagen. Nimm das. Bam, bam. Ah, hier ist der Parkplatz. Mal gucken. Okay. Kacke, ey, cool, ich hab hier einen anderen Parkplatz. Hey Leute, ihr seid ja echt eine schöne Gruppe hier. Kann ich mit dabei stehen? Endlich haben sie es bemerkt. Ich will Geld. Kommst du mit rein? Was? Ja, natürlich. Thanks for warming my seat. Und, damn. Falsches Auto. Ah, fuck, ich bin falsch. Fahr los.
Oh, warte, ich muss den vorigen Besitzer umbringen, das ist enorm wichtig. Ah, perfekt. Beb. Wir fahren erstmal einen anderen Weg. Ist das gerade der imperiale Marsch? Ja, warte, machen wir mal kurz einen Aufnahmestopp.